Intels neue Grafikkarten heißen also ARG. Na, da hoffe ich mal, dass Intel den Bogen nicht überspannt hat. Kleines Wortspiel noch vom Intro. Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video. Und man mag es kaum glauben, das zweite News-Video dieser Woche. Denn unglaublich aber war, ich bin weder krank noch im Urlaub. So langsam läuft es wieder rund auf meinem Kanal. Also könnt ihr euch auf jeden Fall darauf verlassen, dass es jetzt alle zwei Tage ein wunderbares Video auf diesem Kanal geben wird. Demnach ist ein Abo natürlich durchaus eine Option. Noch dazu kostet es ja nichts, außer halt den Energieaufwand für einen Klick auf die Maus. Und heute haben es die News mal so richtig in sich. Ich kann mich kaum erinnern, dass es in einem einzigen Video mal so viele Leaks zu besprechen gab, wie in diesem halt. Ursache ist ein Hackerangriff auf Gigabyte, bei dem so einige Infos erbeutet wurden, die nun aber im ganzen Netz verstreut sind. Dazu aber gleich mehr, denn erstmal widmen wir uns Intel. Und ohne dafür bezahlt zu werden, muss ich euch doch so langsam mal für das Thema Intel-Grafikkarten sensibilisieren. Denn weiterhin ist das Interesse daran, ja, ich würde es mal so sagen, ein bisschen verhalten. Ich selbst kann den Grund dafür überhaupt nicht finden. Zum einen scheint Intel dieses Mal ja nicht die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen und hat starke Experten von AMD abgeworben. Und zum anderen ist ein dritter Hersteller im Bunde doch für alle User gut. Daher hoffe ich sehr, dass sich das Interesse doch noch ein bisschen ausweitet. Denn ich befürchte, dass Intel es dieses Mal schafft, mit AMD und Nvidia zumindest bis hinauf zur RTX 3070 mithalten zu können. Und das Ganze ist von Intel nun ganz offiziell vorgestellt worden. Die ganze Grafikkartenschiene bei Intel wird dann unter dem Namen ARC laufen. Also als Pendant zu GeForce und Radeon quasi. Und der eigentliche Codename der DG2 Grafikkarten ist nun dann auch ganz offiziell Alchemist. Gezeigt wurde auch schon das Design der ersten Grafikkarte, wenn auch nur ein bisschen diffus als Lightshow. So lässt sich aber zumindest einiges erahnen. Auf alle Fälle wird sie mit einem zweiaxialen Lüfterdesign daherkommen und sieht einem Leak von Moore's Law ist das dann doch irgendwie ziemlich ähnlich. Es könnte sich bei diesem Bild hier also durchaus um keinen Fake handeln. Noch nicht bestätigt, aber weiterhin in der Gerüchteküche unterwegs ist die TDP des Topmodells mit 4096 Shadern. Diese soll nämlich um die 250 Watt TDP betragen, ein üblicher Wert in dieser Leistungsklasse. Weiterhin soll die Grafikchip-Generation vollständig DirectX 12 Ultimate unterstützen und wie schon erwartet dann natürlich auch Raytracing unterstützen. Die Frage, die noch offen bleibt, was ist mit einer Alternative zu DLSS und AMDs FSR? Auch diese soll es geben. Hierzu soll es diese Woche noch weitere Infos geben. Es soll sich um eine AI Supersampling Technik handeln, also eher wie DLSS als wie FSR arbeiten. Und in der Gerüchteküche wird der Name XESS oder XESS vermutet, das ist aber noch lange nicht sicher. Videomaterial gibt es dazu übrigens auch schon von Intel, das auf den Alchemist-Karten laufen soll. Mehr Details dazu werden allerdings jetzt nicht verraten. Noch dazu liegt das Video leider nur in Full HD vor. Viel zu sehen gibt es hier leider nicht, trotzdem zeige ich es euch mal. Jetzt kommen wir aber zum großen Aber. Ursprünglich wollte Intel die erste ARC-Generation Alchemist noch dieses Jahr, also 2021, veröffentlichen. Daraus wird aber nun definitiv nichts. Intel hat das Ganze jetzt auf 2022 verschoben. Wir rechnen mal mit dem ersten Quartal. Viel später sollte es jedenfalls nicht werden, denn auch Nvidia und AMD schlafen nicht und könnten dann schon ihre Refresh-Generation bringen und Intel noch ein bisschen weiter abhängen. Gründe für die Verspätung? Ja, könnte es natürlich viele geben. Vielleicht die aktuelle Chipkrise oder ja, vielleicht ist Intel einfach noch nicht ganz so weit und muss noch ein bisschen an Alchemist feilen. Viel mehr Verspätung dürfte es aber sicherlich nicht geben, denn Intel ist sich natürlich auch bewusst, dass sie jetzt bald liefern müssen. Und ich bin verdammt gespannt auf die ersten Alchemist-Grafikkarten. Ich hoffe, ihr auch. Und jetzt kommt es ganz dicke. Bei Gigabyte war leider in der letzten Woche so einiges undicht, was auch der beste Klempner nicht mehr beheben konnte. Denn Gigabyte wurde per Ransom Software von Hackern angegriffen und das leider erfolgreich. Viele Dokumente wurden dabei erbeutet und Gigabyte erpresst, Lösegeld zu zahlen. Schon eine ziemlich krasse Sache, wie ich finde. Da wurde natürlich jetzt nicht alles veröffentlicht, sondern nur bestimmte Dokumente. In diesem Fall Dokumente mit reichlich Infos zu künftigen AMD-Produkten. Teils hochinteressant, teils aber schon lange aus der Gerüchteküche bekannt. Trotzdem ist es natürlich wahnsinnig interessant, dass diese Gerüchte damit nun teils bestätigt wurden. Daher der Reihe nach nun die veröffentlichten Gigabyte bzw. AMD Leaks. Zum einen geht es um die nächste 12.5000 Generation mit dem Codenamen Chagall. Diese soll wie erwartet mit bis zu 64 Kernen für die bekannten Sockel TRX 4 und WRX 8 kommen und schon 2021 erscheinen.
Weiterhin bestätigt wurden die 170 Watt TDP der nächsten Zen 4 Generation. Diese waren ziemlich fragwürdig, da 170 Watt für eine Desktop-CPU wirklich exorbitant viel sind. Aber im Sockel AM5 ist mit den 1718 Pins wohl so einiges an Stromdurchfluss zu bewerkstelligen. Okay, ein neuer Sockel für Zen 4, der kommt, da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Ein neues Mainboard wird definitiv fällig. Aber es gibt trotzdem eine gute Nachricht. Denn es könnte durchaus sein, dass die alten AM4 Kühler kompatibel zu AM5 sein könnten. Denn laut dem Leak sind die Bohrungen um den Sockel herum identisch zu AM4. Somit ist es durchaus möglich, dass die alten Kühler weiterhin passen. Sicher ist das aber natürlich nicht, aber zumindest möglich. Problem könnte eventuell die Umstellung auf einen LGA-Sockel machen, wie ihn Intel ja schon längere Zeit verwendet. Und dass Zen 4 mit AVX 512 daherkommen wird, ist nun nicht wirklich neu, aber mit diesem Leak jetzt auch endlich bestätigt. Noch wenig bekannt war aber über die Größe des Zen 4 CTDs mit 8 Kernen, der bekanntermaßen in 5 Nanometer bei TSMC gefertigt wird. Dieser soll nun 72 Quadratmillimeter groß sein. Das klingt erstmal wenig, aber man muss natürlich bedenken, dass mehrere CTDs auf einem Package unterkommen müssen, plus IO-Die wohlgemerkt. Wenig interessant für uns Gamer, trotzdem will ich es mal mit reinpacken, schon allein, weil die Zahlen jetzt so beeindruckend sind. Denn der Serversockel ASP5 kommt mit unglaublichen 6096 Pins daher und kann eine Leistungsaufnahme von bis zu 700 Watt stemmen. Da wirken die 170 Watt von Zen 4 ja plötzlich wieder richtig niedlich, oder nicht? Das Zen 4 IO Die ist noch dazu stolze 397 Quadratmillimeter groß, ein wahres Monster. Und allein der IO-Chip soll bis zu 400 Watt aufnehmen. In diesem Verhältnis sehen die restlichen 280 Watt für 96 Kerne fast schon wieder ziemlich süß aus. Und zu guter Letzt kommt Zen 4 für Server mit bis zu 96 CPU-Kernen daher und einem 12-Kanal-Speicherinterface. 12 Kanäle, davon träumt jeder Gamer. Wir müssen uns schon seit Jahrzehnten gefühlt mit nur 2 Kanälen begnügen. Und ich finde ja, dass ich hier unbedingt ein bisschen was tun muss. 4 Kanäle sollten auch im Mainstream-Bereich nicht das große Problem sein. Also bitte machen. Danke. Und nach diesen wirklich brandheißen News lassen wir es nun ein bisschen ruhiger angehen lassen, oder nicht? Widmen wir uns daher mal den etwas kleineren Grafikkarten für den Zocker-Anfänger. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Nvidia RTX 3050? Aktuell zwar nur für den Laptop zu haben, aber die Desktop-Variante wird kommen. So oder so. Denn bei der RTX 3060, da kann doch einfach nach unten noch nicht Schluss sein. Und die Kollegen von NotebookCheck.com haben sich die RTX 3050 Mobile nun genauer angesehen und einige Benchmarks auf den Chip losgelassen. Mit leider ernüchternden Ergebnis. Denn die RTX 3050 ist ungewöhnlich schwach auf dem Die. Denn man mag es kaum glauben, die RTX 3050 ist laut diesem Test nicht nur langsamer als eine RTX 2060, sondern sogar langsamer als eine GTX 1660 Ti. Und zwar spürbar, teils bis zu 15%. Klar, dass wir hier von den mobilen Varianten der RTX 2060 und 1660 Ti sprechen. An der Shaderanzahl kann das eigentlich nicht liegen, die ist ja exorbitant hoch. Bei RTX 3000 bedeutet das allerdings jetzt ja eigentlich rein gar nichts, denn die Shaderstruktur hier völlig anders aufgeteilt wurde als bisher. Denn doppelte Shader bzw. bei Nvidia CUDA-Kerne bedeuten nun mal nicht mehr doppelte Leistung. Das Problem ist wohl bei den reinen Shader-Clustern zu suchen, denn hier hinkt die RTX 3050 der 1660 Ti mit 16 zu 24 klar hinterher. Die RTX 2060 bietet sogar deren 30 und ist damit an die 20% schneller in Full HD. Dazu kommt noch das schmalere Speicherinterface von nur 128 Bit im Gegensatz zu 192 Bit. Keine Ahnung, warum sich Nvidia das Leben selbst so schwer macht, aber eine RTX 3050, die nicht mal ansatzweise mit der RTX 2060 Mobile mithalten kann, ja, die hätte man sich doch eigentlich auch sparen können. Wenn ihr also einen Laptop kaufen wollt, guckt doch einfach noch nach der älteren Generation, wenn es diese Leistungsklasse sein soll. Meiner Meinung nach ist das Ganze ziemlich enttäuschend. Wünscht ihr euch nicht auch UHD-Monitore mit 240 Hz und 10-Bit Farbtiefe? Ja, das wünschen wir uns wohl alle. Wobei ich zugeben muss, mehr als 144 Hz brauche ich persönlich nicht. Aber egal, brauchen wir auch gar nicht drüber quatschen, denn das ist aktuell sowieso nicht möglich. Weder mit HDMI 2.1 noch mit DisplayPort 1.4. Und DisplayPort 1.4a erreicht den UHD nur für maximal 60 Hz und die werden schon seit Jahren nicht durchbrochen, denn das kann mein über 5 Jahre alter Acer XP280AK schon länger. Nur HDMI 2.1 kann deutlich mehr Daten übertragen und noch mehr Daten gibt es über DisplayPort 2.0. 77,36 GB die Sekunde sind ein Wort und lassen dann auch UHD mit 240 Hz möglich werden. Nun gibt es aktuell nur leider keine Grafikkarte, die diesen Standard unterstützt. Aber das kann sich eventuell bald ändern. Denn in einem Patch eines AMD Linux Treibers sind nun Hinweise zu finden, dass AMDs Radeon RX 7000 Grafikkarten dann endlich mit DisplayPort 2.0 ums Eck kommen. Nachteil aktuell,
Bis RX-7000 herauskommt, dürfte noch so einige Zeit vergehen. Ende 2022 ist aktuell damit zu rechnen und eine mögliche Refresh-Generation wird wohl noch nicht mit DisplayPort 2.0 daherkommen. Ist auch gar nicht nötig, denn welche Grafikkarten können aktuelle Spiele in 4K mit 240 FPS darstellen? Und so Grafikraupen wie Counter-Strike und LoL jetzt mal ganz außen vor. Und da die News heute zwar sehr interessant, aber ein bisschen kurz wären, packe ich zum Schluss einfach noch eine News zum aktuell wohl begehrtesten Spiel dazu, nämlich Cyberpunk 2077. Begehrt ja, fertig ist das Game aber noch lange nicht und das wissen auch die Entwickler. Gepatcht wird das gute Spiel daher nämlich regelmäßig, denn es hapert hier noch an ziemlich vielen Stellen. Und in dieser News geht es jetzt gar nicht so sehr darum, was denn nun gepatcht wurde, sondern eher darum, was eigentlich jetzt nicht gepatcht wurde. Ja, viele Fehler wurden behoben, viele Abstürze werden nun verhindert und weitere Kleinigkeiten. Auch die Technik und viele optische Fehler wurden ausgemerzt und verbessert. Fehlerkorrekturen gab es jedenfalls unfassbar viel. Ja, und das ist gut und schlecht zugleich. Gut, dass die Fehler halt ausgebessert wurden, schlecht, dass es überhaupt so viele Fehler gab. Und auch die Minikarte wurde leicht angepasst. Yeah, naja. Gefreut haben sich sicherlich auch viele Fans auf die ersten drei kostenlosen DLCs. Besonders alle, die das Spiel schon in- und auswendig kennen. Aber Pustekuchen, ja, es gibt diese DLCs nun. Nein, spielen kann man sie leider nicht. Denn es gibt schlicht nur optische Sachen in den DLCs. Den Archer Quartz Bandit als Belohnung, eine Delta-Jock-Jacke und ein alternatives Aussehen für Johnny Silverhand. Das war's schon. Leute, das hat rein gar nichts mit gar drei DLCs zu tun. Das ist nichts. Und das DLC zu nennen, schon eine richtige Frechheit. Keine neuen Quests, keine neuen Charaktere oder sonst was, nix. Und das finde ich lächerlich. Schlimm ist mittlerweile aber einfach das Fehlen der Next-Gen-Updates für PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Dass es so lange dauert, ist schon ziemlich hart. Aber dass der Entwickler kein einziges Wort dazu verliert, das ist noch viel härter. Warum das so lange dauert, das kann ich mir durchaus gut vorstellen, denn auf den Konsolen läuft Cyberpunk ja sowieso eher schlecht als recht. Wie das Ganze dann mit Raytracing vonstatten gehen soll, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. Trotzdem muss das Update kommen und zwar zügig, denn das Spiel ist nun schon einige Monate draußen. Und auf PCs läuft es ja auch in Next-Gen-Optik. Aber dass man sich das Spiel auf den neuen Konsolen jetzt noch mit PS4 und Xbox One Optik antun muss, das ist schon ein ziemlicher Witz. Ja, der neue Patch kam bei der Community nicht besonders gut an und auch nicht bei mir. Besonders die fehlenden Next-Gen-Versionen nerven, sodass ich Cyberpunk 2077 weiter nur auf dem PC zocken werde. Die Konsolenversionen, die bleiben erstmal außen vor und das finde ich eigentlich ziemlich schade. Nun aber zu einer guten Nachricht, denn der Kommentar des Tages wartet sehnsüchtig auf euch. Ich gebe jetzt einfach mal rüber. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und wisst ihr eigentlich, dass ich mich wahnsinnig auf Diablo 2 Resurrected freue? Okay, sorry, ja, ich habe es schon zigmal erwähnt. Aber ja, die Freude ist wirklich riesig. Und genau deshalb kommen jetzt auch recht viele solcher Kommentare unter meinen Videos zustande. Du, Diablo 2 zum Testen ist draußen. Es wäre super, wenn du deinen Senf dazu abgeben könntest. Das mit dem Senf ist natürlich lustig gemeint. Das nur stellvertretend für weitere Kommentare dieser Art. Und ja, ich kann es kaum abwarten, bis es draußen ist, aber nein, ich spiele die Beta aktuell nicht. Warum? Na ganz einfach, weil ich mir das Spiel nicht vorbestellt habe. Ja, viele halten das jetzt für Schwachsinn, dass ich es ja sowieso kaufen werde, aber ich will Dinge nicht unterstützen, die ich nicht mag. Und das ist dieser Vorbesteller-Wahnsinn bei Download-Spielen. Ja, damals machte das noch Sinn, als es oft halt nicht genug Discs von Spielen zu kaufen gab. Aber warum sollte man sich denn jetzt ein Spiel vorbestellen? Es gibt doch genug davon. Und daher greifen die Hersteller auch zu solchen Mitteln wie halt früheren Beta-Zugang. Und sowas nervt mich einfach massiv. Ja, ich würde die Beta gerne spielen, aber ich habe halt meine Prinzipien. Und daran gibt es einfach nicht zu rütteln und da bin ich auch ziemlich eigen. Vorbestellungen in Zeiten von Download-Spielen nicht mit mir. Amen. Und genau dazu gibt es heute auch wieder eine Umfrage, also mitmachen und gratis WLAN-Kabel abstauben. Wer kann denn dazu schon Nein sagen? Apropos Umfrage, in der letzten Umfrage ging es mal wieder um Windows 11. Denn die hohen Systemanforderungen machen es für Besitzer älterer PCs halt schwer möglich, auf Windows 11 zu upgraden. Das hat zwar gute und auch schlechte Seiten, ich wollte trotzdem mal eure Meinung dazu hören. Was hältst du von den hohen Systemanforderungen von Windows 11? 10% finden diese sogar gut, sind also der Meinung vom letzten Kommentar des Tages. Und wer den verpasst hat, am besten das letzte News-Video ganz schnell nachholen. 20% haben immerhin nichts dagegen und 38% ist das total egal. Jetzt mal eine Frage, hatten wir schon mal so viele total egal Stimmen? Ich kann mich nicht an so einen hohen Wert erinnern und das schon ziemlich heftig. Dieses Mal geselle ich mich übrigens mit meiner Meinung zu den 15%, die das jetzt nicht so doll finden. Absolut übertrieben finde ich es jetzt zwar nicht wie die 17% hier, aber schön ist halt schon was anderes. Aber egal, wir müssen das jetzt sowieso einfach so hinnehmen, denn wenn Microsoft jetzt mal wieder zurückrudert, verlieren sie ja ihr Gesicht und ja, so ohne Gesicht sieht es auch ein bisschen blöder aus. Tja, und nun kommt der traurigste Part des ganzen Videos, die Verabschiedung. Ach Leute, mal
macht es mir doch nicht immer so schwer. Ist ja kaum auszuhalten, in so viele traurige Gesichter zu gucken. Freut euch einfach auf den morgigen Stream am Donnerstagabend auf Twitch um 19 Uhr. Und die Zeit bis Freitag ist ganz schnell überbrückt. Dann ist alles doch viel leichter. Und nun, schaut einfach nicht zurück. Verabschiedet euch einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.